Was ich dir jetzt gleich zeigen werde, ist definitiv nicht einfach ein 0815 Klaviertrick, wie es schon viele davon gibt. Das ist wirklich absolut revolutionär und war auch mir selber als Profimusiker nach 40 Jahren Klavierspielen noch nicht im vollen Ausmaß bewusst. Dieser unglaubliche Trick ist so genial, dass er dein Klavierspielen sowie auch dein Lerntempo echt revolutionieren wird. Wenn wir uns die Tasten mal so von vorne ansehen, dann ist alles irgendwie nicht so ganz einheitlich. Wir haben breite weiße Tasten, schmale und erhöhte und nach hinten versetzte schwarze Tasten, wieder breite weiße und hier auch bei den weißen, das sind so wie ein bisschen nach rechts versetzt und die nach links. Nun, wir schauen uns das Ganze mal ganz hinten am Ende sozusagen der Tasten auf diese Seite an und da ist interessanterweise so, dass die effektiv den gleichen Abstand haben. Egal ob weiß oder schwarz und auch egal ob weiß oder schwarz, es ist immer ein Halbtonschritt von Taste zu Taste. Wie auf der Gitarre, die Bünde, das ist das gleiche, sind Halbtonschritte und so weiter. Also es ist hier hinten absolut symmetrisch und in einheitlichen Abständen. Nun, was heißt das? In dem Fall müsste es nun eigentlich so sein, dass ich irgendwas am Klavier spielen kann, beliebiges Muster, Tonleitern, Akkord oder was auch immer und müsste das dann verschieben können auf den Tasten hoch oder runter und die Abstände müssen genau gleich bleiben in verschiedenen Tonarten, auch mit schwarzen Tasten und weißen anderen Kombinationen in dem Sinn und es müsste immer korrekt klingen. Das wollen wir natürlich wissen und das werden wir jetzt testen anhand der C-Dur-Tonleiter. Das sind einfach diese weißen Tasten. Und dann nehmen wir nun eine Hilfe zur Hand und zwar so ein Streifen A4-Papier, ist ein bisschen eine größere Stärke, habe ich hier zurechtgeschnitten und das packen wir mal so hinten ran, hier an die Tasten. Und was machen wir jetzt? Wir werden alle diese weißen Tasten hier hinten markieren. So, und das möglichst genau, ist wichtig, dass das möglichst in der Mitte ist, dass die Abstände möglichst genau stimmen. Ja? So, gleich geschafft. Gut. Was ich nun habe, ist sozusagen der Code für die C-Dur-Tonleiter. Nun ist die Frage, kann ich das jetzt tatsächlich einfach übertragen und stimmt das dann wirklich mit diesen Abständen genauso überein? Wäre jetzt doch ziemlich erstaunlich. Sagen wir mal, wir probieren das mal von D aus, müsste es ja folglich die D-Dur-Tonleiter ergeben. So, das werden wir prüfen. Und ich spiele jetzt die Töne da, wo die Striche sind. Das klingt definitiv wie eine Dur-Tonleiter. Es ist effektiv korrekt die D-Dur-Tonleiter. Nun, was passiert, wenn ihr das Ganze auf eine schwarze Taste verschieben? Das könnte ja durchaus sein, dass es irgendwie dann nicht mehr ganz so passt. Und hier machen wir das mal ein Beispiel von Astur bei einer Tonleiter, die bei Pianisten nicht gerade sehr beliebt ist, mit vielen weißen und schwarzen Tasten. So, mal sehen. Ja, genial. Es funktioniert auch hier. Bevor ich dir gleich weitere Beispiele zeige, ganz wichtig, ich werde dir dann nachher im Verlauf des Videos auch zeigen, wie du das ganz praktisch anwenden kannst. Das ist natürlich super wichtig. Nur dann profitierst du auch wirklich davon, wenn du weißt, wie anwenden in deinem Spielen, in deinem Üben. Und noch wichtiger fast, es gibt auch einen Haken am Ganzen, also muss ich dir auch noch eine Warnung damit auf den Weg geben. Es kann wirklich auch hinten rausgehen, wenn man das falsch anwendet. Da ganz wichtig, dann nachher diesen Teil, dass du da auch dabei bist. Jetzt machen wir das Ganze noch mit dem Beispiel eines Dur-Akkordes. Das müsste ja auch hier funktionieren. So, und zwar hier Beispiel C-Dur-Dreiklang. Und machen wieder dieselbe Übung. Zuerst brauchen wir natürlich mal die Grundposition, also diesen C-Dur. Da müssen wir die Töne kennen und werden das dann übertragen aufs Papier. Diese Töne markiere ich jetzt. Wieder nach dem gleichen Prinzip, schön in der Mitte. So, und das sind nun die Töne für den C-Dur-Dreiklang. Nun müsste das ja eigentlich funktionieren, wenn ich auch das Ganze nun verschiebe, sagen wir mal auf E. So, und tatsächlich sieht das schon mal gut aus und es klingt nach E-Dur. Es ist ein E-Dur-Dreiklang und auch wenn ich das Ganze von einer schwarzen Taste aus mache, auch hier funktioniert das B-Dur-Dreiklang. Also immer, es gibt so jetzt immer diesen Dur-Dreiklang, wenn hier unten ein B ist, dann ist es B-Dur, wenn hier unten ein H ist, ist es H-Dur, so wäre es D-Dur und so weiter. Das System kannst du nun beliebig übertragen mit allen möglichen Mustern, mit allen möglichen Tonleitern, mit allen möglichen Akkorden. Das funktioniert immer. Und jetzt kommt der ganz wichtige Punkt. Wie wendest du das nun wirklich ganz praktisch an und was ist dann eben auch dabei der Haken? Und da habe ich, wie gesagt, eine wichtige Warnung für dich.
So, das Positive zuerst. Tonleitern und Akkorde kannst du mit dieser Methode super schnell lernen. Es ist einfach super praktisch, wenn du dir hier diese C-Dur-Tonleiter so reinpacken kannst und die dann üben kannst. Möchtest dann vielleicht G-Dur üben, dann hast du hier wieder die Töne. Alles automatisch sozusagen bereit. Ja? Das ist eine große Hilfe. Es gibt dir auch das richtige Gefühl für die Bewegungsabläufe, für die Abstände oder das Bewusstsein, dass es eben gleich bleibt bei gleicher Struktur. Und so wirst du die Töne viel besser intuitiv auch finden. Zum Beispiel C-Dur-Dreiklang, wenn ich den Abstand hier in den Fingern jetzt einfach so lasse, die Hand nicht bewege und gehe mal auf F, zack, automatisch habe ich den Dur-Dreiklang getroffen. Aber auch wenn ich zum Beispiel auf S gehe, Ton unten, der Mittelfinger, der landet automatisch am richtigen Ort, weil die Abstände sind genau gleich. Also das ist wirklich eine super, super Hilfe. Und weil du die Strukturen dann eben so erkennst, lernst du eigentlich dieselben Tonleitern oder Akkorde genau einmal und kannst ihn aber von allen 12 Tönen aus hier spielen, weil es immer das gleiche Prinzip ist und hast so 12-mal schneller gelernt sozusagen. Ja. Es lassen sich auch ganze Akkordfolgen oder sogar ganze Stücke auf andere Tonarten übertragen. Da möchte ich dir gerne ein kleines Beispiel einer Akkordfolge geben. Wir haben hier unseren C-Dur-Dreiklang und packen jetzt einfach noch zwei weitere dazu, nämlich F-Dur, diese Töne hier. Die markiere ich jetzt auch oben in einer oberen Linie in dem Sinn. Ein bisschen kleiner, dass noch Platz bleibt. Das ist jetzt der F-Dur hier. So. Genau. Und machen wir noch ein G-Dur. Das sind so typische Akkorde halt. H, D, G. So. Hier oben, ganz oben. H, D und G. So, und nun kann ich diese Struktur, C-Dur, Linie in der Mitte ist F-Dur und G-Dur, kann ich das auch auf irgendeine andere Position verschieben. Sagen wir von mir aus mal, machen wir mal bei F-Dur. So, also der untere Ton hier muss nun F sein und spiele ich nach oben. Hier kommt gleicher Ton, hier habe ich dann diesen Ton hier, das ist die schwarze Taste. Ah, okay. Ah, das ist ein B-Dur, ja. Und dann hier diese Töne. Und wieder F-Dur. Ja, jetzt habe ich eigentlich die genau gleiche Struktur übertragen, sogar mit sogenannten Umkehrungen, sodass das halt alles schön kompakt gespielt wird, auf eine andere Tonart. Und das ist natürlich super praktisch. Du lernst das eigentlich nur einmal und kannst das dann eben wirklich übertragen auf andere Tonarten. Ja, und es gibt auch die Möglichkeit, gleich mit diesen Lernhilfen zu spielen. Ich habe jetzt hier mal eine C-Dur-Pentatonik abgebildet. Und die kann ich natürlich jetzt hier auch so als Lernhilfe stehen lassen, wenn das für mich neu ist, und dazu improvisieren. Jetzt weiß ich immer, wo die Striche sind. Da soll ich spielen. Ja, das ist eine super Möglichkeit, aber hier lauert wirklich auch eine gewisse Gefahr. Da muss ich noch eine Warnung aussprechen. Das Ganze hat einen Haken. Wenn du nämlich vor allem dann einfach so nach diesen Strichen hier nachspielst, dann können dir diese Lernhilfen zum Verhängnis werden. Weil es kann sein, dass du dich wieder daran gewöhnst, dass du wieder das Gefühl kriegst, du brauchst die, du kannst dann nur so spielen und mit den Augen schaust du immer auf diese Striche und spielst dann einfach gemäß diesen Strichen. Das ist nicht das Ziel. Das Ziel ist, diese Lernhilfen so schnell wie möglich wieder verschwinden lassen zu können, weil die Hände das Konzept verstanden haben oder besser gesagt die Bewegungsabläufe in den Händen drin sind, die Abstände wie gespeichert sind, das ist das Ziel, dass du dann eben diese Muster so einfach abrufen kannst. Und natürlich die Erkenntnis ist ganz wichtig, dass du diese Muster parallel verschieben kannst. Ja, und das ist jetzt der Anfang. In einem weiteren YouTube-Video zeige ich dir, wie du mit wenigen einfachen Akkorden auf wunderschöne und berührende Art und Weise freispielen und sogar improvisieren kannst. Link dazu unter anderem in der Videobeschreibung.